Hallo liebe Zuschauer, ab dem 19. Januar 2018 findet ihr die Abfallgebührenbescheide in euren Briefkästen. Weil sich im Vergleich zum letzten Jahr hier etwas ändert, möchten wir euch kurz den neuen Bescheid erklären. Ganz wichtig für alle Rückfragen ist die Objektnummer. Sie wird von den Sachbearbeitern beim AWB immer benötigt. Ab 2018 besteht der Gebührenbescheid aus mehreren Bestandteilen. Fangen wir mit der Basisgebühr an. Die Höhe der Basisgebühr hängt von der Haushaltsgröße ab. Außerdem wird zwischen Biotonnennutzern und Eigenkompostierern unterschieden. Im Beispiel hier haben wir ein Objekt mit Biotonnennutzung. Bei Eigenkompostierern findet ihr hinter der Angabe der Haushaltsgröße den Zusatz ohne Biotonne. In der Basisgebühr sind alle Leistungen bis auf die Gebühren für individuell bestellte Leistungen und die Entsorgung der Restabfälle enthalten. Die Entsorgung der Restabfälle wird über die Leerungsgebühr abgerechnet. Das ist eine behälterbezogene Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr hängt von der Behältergröße und der Leerungsanzahl ab. In eurem Jahresgebührenbescheid stehen zunächst nur 6 Mindestleerungen. Ihr könnt eure Restmülltonne natürlich auch öfter leeren lassen. Unser Müllfahrzeug kommt alle 4 Wochen bei euch vorbei, also insgesamt 13 Mal im Jahr. Ihr entscheidet selbst, wann und wie oft wir eure Restmülltonne leeren. Alle Leerungen, die über die 6. Leerung hinausgehen, findet ihr dann auf dem Jahresgebührenbescheid 2019. Zusätzliche Gebühren werden nur dann berechnet, wenn ihr besondere Leistungen in Anspruch nehmt, zum Beispiel Tonnenschlösser, Mülltonnenwäsche oder zusätzliches Bioabfallvolumen. Die kilogenaue Gutschrift für das von euch gesammelte Altpapier findet ihr erst auf dem Jahresgebührenbescheid 2019. Denn erst dann wissen wir, wie viel Altpapier ihr im Jahr 2018 gesammelt habt. Ganz am Ende der Gebührenübersicht findet ihr den Gesamtbetrag an zu zahlenden Abfallgebühren. Achtung! Der Gebührenbetrag kann sich wegen den variablen Gebührenbestandteilen jährlich verändern. Wenn ihr eure Abfallgebühren bislang per Dauerauftrag bezahlt habt, zahlt ihr unter Umständen zu viel oder zu wenig. Das ist ärgerlich. Bezahlt ihr zu wenig, müssen wir euch eine Mahnung schicken. Das kann man sich sparen. Zahlt einfach bequem mit SEPA-Mandat. Was wann zu zahlen ist, seht ihr in der Zahlungsübersicht. Bitte denkt daran, bei eurer Überweisung den richtigen Verwendungszweck anzugeben, damit wir eure Zahlung schnell zuordnen können. In den ersten 3 Wochen nach Versand der Gebührenbescheide kommt es erfahrungsgemäß zu überlasteten Telefonleitungen. Am besten teilt ihr uns eure Änderungswünsche daher per E-Mail, Fax oder per Post mit.